gab eine Phase in meinem Leben mit ungefähr 12, 13 Jahren, wo es für mich sehr schwierig war, denn wir reden zu Hause Russisch. Meine Familie kommt aus der Ukraine. Ich bin aber in Deutschland geboren und irgendwie sind wir aber Juden. Das sind jetzt vier Komponenten, die ich irgendwie alle vereinen muss und in denen ich erstmal verstehen muss, wer bin ich jetzt und warum spreche ich die Sprache und warum bin ich aber der Religion angehörig, aber warum ist das nicht nur Religion und so weiter und so fort. Ich erkläre Jüdisch sein immer als einen Koffer an Elementen, den man mit sich trägt. Und in diesem Koffer befindet sich Religion, die jüdische Geschichte, die jüdische Kultur, die jüdische Weisheit, die jüdische Küche, der jüdische Humor. Und nicht jeder pickt sich alle Elemente aus diesem Koffer. Es ist egal, ob das Religion ist oder Glauben oder egal was. Ein Mensch muss in meinen Augen einen Weg haben, sonst verirrt er sich irgendwann und macht halt Sachen, die nicht gut für ihn sind. Und genau das ist das, was das Judentum mir gibt, eine Richtung zum Leben, eine Richtung, mein Leben zu gehen. Trotz, dass wir eigentlich relativ wenige sind, haben wir unglaublich viele Arten von Juden. Es gibt sehr, sehr strenggläubige, es gibt Orthodoxe, es gibt welche, die eher weniger das Judentum ausleben. Ich bin nicht streng religiös. Das heißt so viel wie, ich halte nicht jede Regel ein. Ich finde die Regeln sehr wichtig, doch schaffe es in Deutschland auch, es ist wirklich schwer, alle Regeln einzuhalten. Meine Eltern haben, als sie geheiratet haben, also vor 19 Jahren, ein Besteckset geschenkt bekommen. Sie haben aber schon zusammen gelebt, deswegen brauchen sie es nicht. Und sie haben es uns zur Hochzeit geschenkt. Das Gleiche. Und das benutzen wir für milchig. Und meine Großeltern haben zu ihrer Hochzeit auch ein Besteckset geschenkt bekommen, das sie nicht benutzt haben. Das benutzen wir am Feiertag Pesach. Weil da braucht man auch komplett eigenes Geschirr und eigene Töpfe und so. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei min hasayim. Auf einer jüdischen Schule zu sein, gibt es eben sehr viele Vorteile. Jedes große jüdische Fest wird hier eigentlich gefeiert. Purim, Hanukkah. Es macht Spaß, die Religion sozusagen über sie vieles zu erfahren, weil es gibt eine Menge. Nach der 9. Klasse bin ich auf eine staatliche Schule gewechselt und zwar die beste Zeit meines Lebens. Ich habe es geliebt, mein Wissen über das Judentum weiterzutragen und das einzusetzen und Sachen aus meiner Perspektive zu kommentieren und zu sehen, was sicherlich auch nicht nur im Geschichtsunterricht geholfen hat, sondern in vielen Kontexten gepasst hat. Und da ist mir auch aufgefallen, dass viele den Eindruck gehabt haben, dass man zu viel über das Judentum spricht und dass es eine Distanz gibt, dass man sich distanzieren will, vor allem auch von der Geschichte, der Zweite Weltkrieg, dass man sich nicht verantwortlich fühlen will. Und ich sage immer, Antisemitismus ist kein jüdisches Problem, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Denn es kommt hauptsächlich aus der nicht-jüdischen Gesellschaft in die jüdische Gesellschaft rein. У всьому світі євреїв менше, ніж 1%. У всьому світі. І це усюди. І в Україні, і в Германії, і будь-де. Ich finde das unheimlich schade, dass man die jüdische Kultur hier in Deutschland nicht auf der Straße sieht. Weil das, wenn man das sehen würde, würden die Menschen ganz anders damit umgehen. Die Vielfalt ist nämlich gewaltig. Und das miteinander tanzen, das miteinander feiern und die Kerzen anzünden an bestimmten Tagen. Oder wenn man das auf der Straße sehen würde, würde man an Schabbat auch draußen die Kerzen mal zusammen anzünden. Dann könnte das deutsche Volk die jüdische Kultur auch live miterleben. Aber das traut sich heutzutage keine jüdische Gemeinde. Warum nur? Ich muss mich nicht verstecken, ihr seid doch gar nicht sehr. Ich stelle mich der Wahrheit und ich bleibe, wie ich bin.